Hallo zusammen. Ich dachte, ich melde mich nochmal zurück mit einem kleinen Video. Dieses Mal nicht zu einem meiner Semester, aber eher zu den Hochschulen, die es so in Deutschland gibt, die Studiengänge im Bereich Game Development anbieten. Also, falls du gerne Game Designer, 3D-Artist, Animator, Game Programmer oder ähnliches später werden willst, dann werden die Studiengänge hier in dem Video auf jeden Fall der richtige Ansatz sein. Wenn das vielleicht das erste Video ist, das du von mir siehst, ich studiere Animation und Game an der HDA hier in Hessen und ich fand es damals ziemlich schwierig, einen passenden Studiengang zu finden, bei dem ich jetzt nicht gerade das Gefühl hatte, ich müsste gleich meine Niere verkaufen, um die Ausbildungsgebühren zu tragen. Ich habe mich also hingesetzt und ein paar Schulen für euch rausgesucht, an denen man einen Bachelor im Bereich Games absolvieren kann. Da ich mich etwas mehr auf Games spezialisiere, habe ich auch aktiver nach Game-Studiengängen für dieses Video gesucht. Für alle, die sich aber mehr Richtung Animation oder auch Film interessieren, kann ich dazu sagen, dass oftmals die Hochschulen auch Studiengänge in den Bereichen anbieten oder alles so ein wenig kombiniert ist. Ganz wichtig auch vorneweg, ich werde jetzt hier nur staatlich geförderte Hochschulen vorschlagen, da ich denke, das ist am interessantesten für die meisten. Jeder, der sich schon mal nach einem Studiengang im Bereich Games, Film, Animation umgeschaut hat, wird schnell feststellen, was für krasse Preise diese privaten Hochschulen teilweise haben. Und ich meine, dazu kommen dann auch immer noch Unterhaltskosten zum Leben. Es ist nicht einfach. Und nicht jeder kann sich das definitiv leisten. Aber es sollte halt auch kein Hindernis sein, jetzt seinen Träumen irgendwie nachzugehen und das zu lernen, wofür man sich eigentlich interessiert. Falls der Preisaspekt aber eher egal für dich ist, kann ich auf jeden Fall gleich sagen, dass du genügend private Schulen finden wirst in den einzelnen Fachbereichen. Ich habe jetzt also 9 staatlich geförderte Hochschulen in Deutschland gefunden, die Studiengänge im Bereich Games, Animation, Medien und Informatik anbieten und bezahlbare Semesterbeiträge haben. Das heißt, diese Hochschulen haben dann keine monatlichen Gebühren, sondern nur Beiträge, die man eben alle 6 Monate zahlen muss. Bevor wir damit aber anfangen, noch ganz kurz etwas zu den Abschlussvoraussetzungen. Generell gilt, ist es eine Fachhochschule, an der ihr studieren wollt, reicht natürlich eine Fachhochschulreife. Ist es eine Universität, dann braucht ihr einen Abiturabschluss. Für die, die aber nur eine Fachhochschulreife haben, gilt auch, stellt sicher, dass euer Schulabschluss auch in dem Bundesland, in dem ihr studieren wollt, anerkannt ist. Das ist in Deutschland leider um Gottes Willen nicht immer gegeben und viele Schüler wissen auch einfach nicht Bescheid, bis sie sich dann irgendwo bewerben und leider Probleme bekommen. Gegebenenfalls braucht ihr also ein Zertifikat von eurer Schule, welches aussagt, dass ihr in jedem Bundesland studieren dürft. Und dieses Zertifikat benötigt auch teilweise nochmal gewisse Voraussetzungen, wie zum Beispiel 6-monatige Praxiserfahrung im Fachbereich eures Schulabschlusses. Das musste ich dann damals noch machen. Macht euch vorher also wirklich schlau, wie es bei eurer Schule ist. Alle Informationen jetzt hier sind vom Mai 2023. Ich kann also nicht zu 100% garantieren, dass diese in gewisser Zeit immer noch korrekt sind, da so Sachen wie Studiengebühren sich auch einfach immer wieder ändern. Jetzt aber zu den einzelnen Hochschulen. Fangen wir gleich mit der wohl bekanntesten Hochschule an, die man vermutlich sehr schnell findet, wenn man nach Game Design Studium sucht. Das ist die HTW Berlin in, wer hätte es gedacht, Berlin. Die bieten den Studiengang Game Design an, was ein Bachelor of Arts Abschluss ist und pro Semester ca. 307 Euro kostet. Ich werde bei den Semesterpreisen immer ein bisschen aufrunden, da sie teilweise doch Kommastellen haben. Es wird in Deutsch und Englisch unterrichtet, es ist auch kein Vorpraktikum nötig und es werden ca. 40 Plätze pro Jahrgang vergeben. Um reinzukommen, muss man allerdings eine Eignungsprüfung ablegen, welche aus einer Hausaufgabe und einem Test besteht. Und aufgrund der eher wenigen Plätze und ich schätze mal hoher Bewerberzahl ist es eher schwer hier reinzukommen. Ich werde die einzelnen Links zu den Studiengängen alle in die Beschreibung packen und auch von den Studiengängen, die ähnlich sind, ich aber eventuell nicht direkt hier im Video nenne. Und ebenso füge ich alle Hochschulen hinzu, die ich noch so im Laufe finde und welche auch Abschlüsse in den Fachbereichen anbieten. Dann gibt es die TH Köln mit dem Studiengang Digital Games, was auch ein Bachelor of Arts ist, der pro Semester ca. 265 Euro kostet und komplett in Englisch unterrichtet wird. Es gibt hier keine Zulassungsbeschränkung, also man muss kein Vorpraktikum vorweisen, aber es gibt hier ebenfalls eine Eignungsprüfung und sogar nur 35 Plätze pro Jahrgang. Die TH Köln hat auch den Studiengang Film, welcher Studienschwerpunkte mit VFX und Animation hat und im Nachhinein gibt es auch weitere Masterstudiengänge,
die dort angeboten werden. Ja, und dann kommen wir auch schon zu der wunderschönen HDA, an welcher auch ich studiere. Die bieten den Studiengang Animation und Game an, was auch ein Bachelor of Arts ist und pro Semester ca. 279 Euro kostet. Es wird angegeben, dass es in Englisch unterrichtet wird. Aus Erfahrung kann ich aber sagen, dass wenn alle im Unterricht Deutsch sprechen, auch mal zu Deutsch geswitcht wird. Man muss allerdings einen Englischkenntnisnachweis vorzeigen, also ein B2-Zertifikat und auch eine allgemeine sowie in Hessen gültige Fachhochschulreife haben. Auch hier gibt es eine Eignungsprüfung sowie Abgaben von Arbeitsproben. Wenn ihr mehr zu dem ganzen Bewerbungsprozess wissen wollt, dann schaut euch gerne meine beiden Videos zu meiner damaligen Bewerbung an. Ich bespreche alles, was ich damals gemacht habe, sehr ausführlich. Und generell denke ich, ist der Bewerbungsprozess an anderen Hochschulen auch ähnlich wie hier. Die jährlichen Plätze werden hier immer etwas angepasst. Ich würde mal so pauschal sagen, sie reichen von 40 bis knapp über 60 Plätze. Und die HDA bietet auch andere Studiengänge an, wie zum Beispiel Expanded Realities, was dann eher einen Fokus auf Virtual and Augmented Reality hat, aber eben auch Richtung Games gehen kann. Oder eben auch Interactive Media Design, Motion Pictures, was dann eher Kamera- und Tontechnik ist. Oder auch Sound and Music Production, bei dem man später zum Beispiel dann auch ein Sounddesigner für Videospiele sein kann. Die Hochschule Neu-Ulm hat einen Studiengang namens Game Production und Management, was auch ein Bachelor of Arts ist. Und die verlangen sogar pro Semester nur 94 Euro. Es wird in Deutsch und Englisch unterrichtet und was hier besonders ist, ist, dass es sogar Winter- und Sommersemester gibt, denn eigentlich starten die meisten Studiengänge eher nur zum Wintersemester. Ich habe mal in das Modulhandbuch geguckt und hier gibt es auf jeden Fall eher vermehrt sowas wie Wirtschaftsmathematik, Projektmanagement, Kommunikationsdesign oder auch Sozialpsychologie. Es geht also wirklich mehr Richtung Producer und oder Manager und weniger jetzt Richtung Animator, 3D-Artist oder Designer. Die Hochschule Kempten hat den Studiengang Informatik Game Engineering, was dieses Mal ein Bachelor of Science ist. Es hat also einen höheren Fokus auf Wissenschaft anstatt Kunst. Und man zahlt hier pro Semester 92 Euro. Es wird auf Deutsch unterrichtet. Man kann hier Vollzeit, aber auch dual studieren, wenn man möchte. Und es ist auf jeden Fall intensiveres Programmieren angesagt, aber es gibt auch Module wie Game Design, Modellierung und Animation. Ich habe jetzt nicht direkt eine Platzanzahl gefunden und ich weiß leider auch nicht, ob es eine Eignungsprüfung gibt oder ähnliches. Das konnte ich leider nicht auf der Seite herausfinden. Die Hochschule Kaiserslautern hat den Studiengang Virtual Design, was auch ein Bachelor of Arts ist. Man zahlt hier pro Semester 277 Euro, es wird auf Deutsch unterrichtet und es ist kein Vorpraktikum nötig. Es gibt auch hier eine zweiphasige Eignungsprüfung, bestehend aus der Abgabe von einer Mappe mit mindestens 10 künstlerischen Arbeiten, welche dann gefolgt wird von einer Eignungsprüfung. Die Module hier klingen aber ziemlich cool. Man hat eine Variation aus Fotografie, Videoschnitt, 3D-Visualisierung, Programmieren oder auch einfach die Grundlagen der Gestaltung. Die Hochschule Ravensburg-Weingarten hat den Studiengang Mediendesign, was auch ein Bachelor of Science ist. Hier muss man pro Semester 185 Euro zahlen und es gibt auch nur 35 Plätze. Auf der Website wird angegeben, dass keine Mappe zur Bewerbung erforderlich ist. Man kann aber eine Hausaufgabe abgeben, wenn man möchte, um seine Zulassungsnote zu verbessern. Beendet wird das Bewerbungsverfahren dann mit einem Auswahlgespräch. Ich hatte mich hierfür damals auch beworben und ich hatte einen sehr positiven Eindruck von den Leuten dort. Mehr kann ich leider aber auch nicht dazu sagen. Neben Fotografie, Film, Game Design und Coding wird auch sowas wie Webentwicklung dann drangenommen. Die Hochschule Harz bietet ein Bachelor of Science in Medieninformatik an, bei dem man pro Semester nur 118 Euro zahlt. Der Studiengang hat allerdings eine Zulassungsbeschränkung, also es gibt einen Numerus Clausus, also es wird wohl eine Durchschnittsnote errechnet, aber dafür gibt es keine Eignungsprüfung. Die Module sind auch hier etwas breit gefächert mit Foto- und Audiotechnik, 3D-Workflow, Programmierung und Animationsproduktion. Ebenfalls gibt es auch hier einen Masterstudiengang mit dem Fokus auf Spielekonzeption. Und zu guter Letzt habe ich noch die Hochschule Augsburg gefunden, die den Studiengang Interaktive Medien anbietet, was entweder ein Bachelor of Arts oder ein Bachelor of Science ist. Ich schätze mal, vielleicht je nachdem, welche Module man wählt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier zahlt man auf jeden Fall pro Semester 151 Euro,
Es wird auf Deutsch unterrichtet. Hier gibt es auch einen Eignungstest mit Gestaltungsaufgabe und dann auch einer Prüfung vor Ort. Aber man hat so Sachen wie Programmierung, 3D-Gestaltung oder auch audiovisuelle Gestaltung und Animation. An der Hochschule gibt es auch einen Informatikstudiengang, welcher Wahlpflichtfächer anbietet, bei denen man in Computer Games Development gehen kann. Allerdings hat man hier natürlich viel mehr Programmieren und Mathematik. Ja, und das waren erstmal so die Hochschulen, die ich gefunden habe. In Deutschland ist dieser Fachbereich leider etwas rar gesät und natürlich dominieren hier eher die privaten Hochschulen. Aber falls ihr selber noch ähnliche Studiengänge kennt, dann könnt ihr die auch gerne in die Kommentare schreiben, dann würde ich die nämlich auch in die Beschreibung mit hinzufügen. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem schon mal ein paar Anhaltspunkte und Perspektiven geben. Es ist nicht ganz so einfach, hier was zu finden, aber man kann auch trotzdem über Umwege in die Film- oder Spielerbranche kommen. Beispielsweise, wenn man Informatik studiert hat, kann man auch immer noch Game Programmer werden später. Es gibt also immer Wege und Möglichkeiten, zu seinem Ziel zu kommen. Oder man erwägt halt auch im Ausland zu studieren, wenn einem das möglich ist. Das war's jetzt aber auch erstmal. Fragen könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Ich habe jetzt also 9 staatlich... Ja. Oh Gott. Buch. Wirklich jedes Mal, wenn ich irgendwas aufnehme, klatsche ich fast was vom Tisch. Und es ist immer ein Behälter mit Flüssigkeit.